Oh, willkommen zurück zu Küss-Simulator von Akuma. Jetzt, 2018, die neue Version. Wir werden jetzt von der Höhle hier starten, wo wir leider nicht Nöken machen konnten mit unserem Revengers. Also nicht den zwei, sondern die, die in der Höhle steckt und den, der hier draußen unterwegs ist. Wir wollen aber jetzt, wenn wir nach Hause und unterwegs einen schönen Kanu suchen, weil... Warte, ich mach das mal andersrum. So rum. Weil der... Wir brauchen echt einen Kanu. Männchen brauchen wir übrigens. Das andere ist ein Weibchen, was wir da haben. Wofür? Für Eier, oder? Ja, nee. Zucht. Und wenn es ja schöne Farben wofür? Gibt zu Ostern? Kanu. Haben. Ja, weiter. Haben. Mann, Stone, jetzt sei doch mal nicht so. Ja, ist ja gut. Finger weg von dem. Warte mal, kann der den fressen? Ich sehe schon, ich werde bald ausziehen, zu viele Tiere. Guck mal. Fress, mein kleines Kind, fress. Ja, ich will, dass du fressst. Hallo. Hi. Guck, wie schnell die ist. Guck mal, unter Wasser. Von am diesen Düsen. Oh, guck mal, die Paracera, die war die letzte Mal schon hier, diese Türkise? Paracera, hast du getrunken? Paracera, da hinten, zwei, eine. Ja hier. Gut, ich seh nicht so weit oben, Dex. Ich bin nicht so hochgelegen wie du. Ja, das ist die von oben runtergefallen ist, oder? Müsste die zumindest sein. Der Skorpion mit den grünen Scheren. Sieht auch lustig aus. Raptor. Ja. Grüner Raptor. Ja, wir haben ja eigentlich schon einen grünen. Aber grüner Raptor. Oh, der kommt. Die sieht eigentlich voll geil aus, ne? Naja. Aber Level bestimmt 12 oder sowas. Richtig. Oh, siehst du. Ich kann mich noch dran erinnern, so tun. Da hinten. Also das Gebiet der Kanus ist eigentlich immer hier, ne? Mein Plan. Da ist ein Dodo. Da ist ein Raptor, der wegläuft. Bär, da sind Raptor. Revengers. Grüner Revenger. Hex. Ja, ich muss ganz kurz kämpfen gegen hier. Die Geier. Grüner Revenger? Ah ja. Wo ist er denn? Da. Mhm. 116! Hier. Oh krass. Ist der, bleib der, dir. Der ist das, ja? Der Grüne. Oh fuck. Nein. Nicht mich! Ich versuch's ja, ich komme noch nicht vorwärts! Nein! Ich kann nicht. Ich versuch den auf mich zu lenken. Revengeur! Ich versuche ihn zu packen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hast du ihn, okay. Wo ist der andere? Hier ist tot. Ich hab okay. Den gepackt als erstes und hab den dann zum Malmt. Mir wäre es wirklich lieber, dass wir den sofort zähmen. Hier. Ja, ne? Gut. Der ist schön, Weibchen. Ein schönes Grün. Weibchen. Oh, das war du. Das warst du. Nachladen Box. Irgendwann mal? Ja, das ist echt, als ob der Kaugummi kommen würde. Hitbox in den Krallen, vor allem der sitzt falsch. Schießen? Der ist falsch rum. Ich krieg den nicht. Schießen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Hallo, was ist denn los, ey? Bleib du mal lieber auf der Krabbe, Dex. Ja, auf die Krabbe zu beißen. Wenn der mal zuschlagt, wenn man den gerade so einmal in den Kopf geschossen hat. Er hat einen schönen roten Bauch. Sogar ein Mädchen. Irgendwo gerade einen Skorpion gesehen. Für was? Ja, töten. Ach so, wollte sagen, für Fleisch oder was? Nee. Töten. Das ist. Oh ja, ich mach mal lieber das Fleisch rein. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser dann.
Wir könnten auch ein bisschen. Weißt du was? Wir machen mal ein Feuersche. Warum? Warum? Um das Lammfleisch zu braten. Ja, dann nehme ich das wieder raus, damit er gar nicht erst das Lamm frisch ist. Ja. Was ist in deiner Tasche, ne? Mhm. Put it in that Feuersche, la 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 la. Put it in that Feuersche, la 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 la. Ich finde dich so schön, Krabbe. Auch wenn du wirklich von der Farbe eigentlich eher kackbraun bist. Aber ich finde Krabben, die... Du hast halt drauf geschissen. Nein, der ist nicht drauf geschissen. Ich finde den, aber ich finde die Animation der Krabbe... Also ist ja jetzt nicht auch nicht unbedingt besonderes... Hatten wir ja schon mal die Diskussion. Oh, das ist ein blaues Schäfchen. Was ist das denn? Ein hellblaues Schäfchen. Ein Schlumpf-Schäfchen. Ist halt eigentlich so gesehen nur die Animation mehr oder weniger von der Spinne aus The Island, der Endboss. Aber ist okay. Stört mich nicht. Lieber gut kopiert als schlecht irgendwie gemacht. Und nicht gut gemacht. Ein blaues Schäfchen. Irgendwie voll leer hier. Wo seid ihr? Oh. Da, wo du nicht bist. Ich suche Karnos. Karnos gibt es eigentlich eher selten. Also seltener. Oh, ich muss mal wieder Schokolade holen. Sekunde. Keep rolling, rolling, rolling. Ich hatte noch so ein riesiges Stückchen. Boah, das ist ja krass. Boah, geil. Das ist zweimal so groß wie meine Hand, das Stück Schokolade. Und das ist nur eine Schokoladenhälfte von dem Ei. Oh, geil. Ja, die Schokoladenstücke davon sind richtig lecker. Komm, ich zeige euch mal ein Foto. Ich habe es zwar jetzt gerade übergebrochen, aber... Ich mache mal ein Foto beim Fressen, das ist besser so. Dann habt ihr was davon. So. So. Leider ist das abgebrochen. Ich muss das ganz, ganz, ganz machen, Sekunde, damit das noch ein bisschen schöner wirkt. Damit der Gravy nämlich dann auch schon wieder die Pimpernellen bekommt, wenn er das sieht. So, ich schicke euch das kurz jetzt zu. Ah, schon das erste Fleisch ist da. Da ist auch schon was da. Super. Nimm aber wirklich das, die Keulen, ne? Nicht das Prime Meat gekocht. Richtig. Ja, aber du hast ja schon mehr... mal diesen Fehler gemacht. Wer? Ich? Nö. Nee, noch nicht, aber... Ja, weil ihr so arg darauf spekuliert. Weiß? Vielleicht ist das schon mal vorgefallen, so ein, zwei Mal. So, Foto zugeschickt. Ihr könnt euch jetzt drum reißen. Oh. Lecker, lecker, lecker. Hm, hm, hm. Die haben einen Lystro gefunden. Und ein gelbes Tri. Meinst du, die ersten 5 reichen erstmal oder warten die, bis mehr drin sind? Ich weiß nicht, was ihr... Ja, ist doch egal, ob ihr jetzt hungert oder nicht. Ihr könnt es ja reintun, wenn ihr genug habt. Lieber alles geben und fertig sein, oder zu wenig und dann will er mehr fressen, dann verliert er Effizienz wieder und dann ist er wieder wach. Der wird nicht wach, den hau ich wieder um. Beziehungsweise das Futter hat da nicht gereicht und du musst es wieder nachlegen. Aua, lass das! Au! Böser Spino! Boah, das ist ganz schön schnell! Ja, Spinos sind mega schnell geworden. Brauchst du Hilfe? Ja, geh auf den Bulbdog. Oh Gott, was ist denn das für eine Knutschkugel? Eine Akuma-Kugel. Warte, ich bringe sie um. Wo ist sie? Boah, das ist die krass. Kannst du erzählen, können wir so, oh mein Gott, Akuma 2 nehmen. Oh, der hat noch so ein bisschen... Akuma von die Pink Armee aufzubauen. Die Akuma Pink Armee.
Ich hab einen schwarzen Ravager gefunden. Oh, Level? Ah, nee, der ist auch grau mit. 12. Und ein braun-schwarzer kommt auch noch auf mich zu. Nee, blau-schwarz. Sieht aus wie Zero. Zero. Oh nein, ich sehe gerade, der ist 112. Welche? Ist doch egal. Wir haben so viele High-Level-Ravager jetzt. Wenn du jetzt jeden 120er siehst, hast du einfach zu viele und die stehen eh nur dumm in der Ecke rum und gammeln da. Kann gar nicht sein. Lass mich hier vor. Für jeden Tag einen. Für jeden Tag im Monat einen. Also wir sind noch nicht weit. Wir müssen noch ein paar. Der ist hier Green Limette, könnte ich den nennen. Diese grün-gelben. Wer das ein Weibchen ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube schon. Das Grün gefällt mir echt von diesem Ravager. Das hat so ein bisschen was anderes als dieses mega krasse. Ich hab blauen Bulbdog gefunden. Orangen im Rücken. In welche Richtung bist du gelaufen? Ich bin von dem Schaf, dem türkisfarbenen, einfach nur runter. Türkisfarben ist das Blaue, meinst du? Ja, von mir aus. Ja. Vor allen Dingen Ostern fällt auf den 1. April. Voll lustig, ne? Das ist eine Farsche. Das ist kein Ostern. Da hat mir jemand ein Foto zugeschickt. Wir veräppeln heute die Kinder und da haben sie so die kleinen Schokoladeneierchen, ne? Die kennt ihr ja, ne? Die kleinen Schokoladeneier. Mhm. Gegessen und dann in Weintrauben eingepackt. Gemein. Ah, er hat was gegessen. Das müsste schon eigentlich schon über die Hälfte was sein. Auch, ja. Dass ich fand, Final Fantasy zum Beispiel auch nur mitgemacht bei 1. April-Scherz. Final Fantasy 14, also Square Enix, haben ein Video zu veröffentlichen, dass die Final Fantasy to go. Du kannst halt bei Final Fantasy 14 Minern, Fischern oder Gärtnern. Jetzt haben sie eine App rausgebracht, mit der du das so unterwegs machen kannst, weil du ja nicht 24/7 am PC bist. Und ja. Natürlich hast du das unterwegs. Als Gag oder was? Als Gag zu meinen. Dann haben sie so einen speziellen Stock gezeigt. Mit diesem Stock können sie effizienter Fischen, Gärtnern oder Mieten. Und die Leute haben es wirklich runtergeladen, wie die Irren, ne? Nein. Das war nur ein Video und so eine Seite. Das kommt Comics suchen. Und dieser Stock haben die ein Video gezeigt, wie der Typ mit dem Handy an einen Stock gegen einen Baum geschlagen hat. Wo er sein Handy ins Wasser geworfen hat zum Angeln. Fuck you! Ich hab ein kleines Problem! Was denn? Kleiner Kano, aber ist noch ein kleiner. Zum Glück. Alter, naja, Edward bleibt einfach da stehen, kein Problem. Der Kano frisst mich hier neben dir. Ich. Egal. Alles easy. Wer hat vorher noch passiv gepfiffen? Ich nicht. Ex. Wieso ist es eigentlich neutral? Gerade gepfiffen. Ganz frisch. Die hätten einfach so eine Fake-App erstellen können. Ist ja auch kein Problem, so eine App zu erstellen. Also so für die Entwickler. So eine Mini-App erstellen und die einfach nur so als Rohling da stehen zu lassen. So eine Crafting-App jetzt runterladen. Und dann würden das bestimmt, keine Ahnung, für Final Fantasy direkt ein paar Hunderttausende direkt runterladen. Also das Video haben es halt auch richtig viele mitbekommen. War richtig lustig, muss ich sagen. Ich würde ja ganz gerne mal das Ark Park spielen. Ark Park mit VR-Brille. Würde ich gerne mal spielen. Ja, dann hol dir erstmal eine VR-Brille. Was hat eine Feuerbrille gesagt? VR-Brille. VR. Ach, okay, Feuerbrille habe ich gerade verstanden. Die ist Feuer, wenn du die aufsetzt. Mit deinem Kopf. Ich will auch das spielen, das ist das Problem. Aber VR-Brillen sind so teuer.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, alle Spiele, die wir spielen, da sind die Entwickler echt total stur mit Keys. Wildcard brauchen wir gar nicht drüber zu reden, sind voll für den Arsch mit Keys. Die brauchst du gar nicht erst anzuschreiben, die geben dir gar keine Antwort zurück. Snail Games sind ja die Kollegen von Dark and Light. Da haben sie mir wirklich 3 Keys, glaube ich, sogar gegeben. Aber zu PixArk gar nichts. Das waren die lieben Mädels und Jungs von G-Portal waren so nett und die haben mir die Keys zur Verfügung gestellt. Dann The Isles. Ist genau das gleiche. Ich habe zwar Kontakt zu denen, aber die sagen, die machen, haben das nie getan. Nie getan, dass die Keys zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht nur bei den ganz großen Let's Playern gemacht haben. Das hat er mir jetzt nicht gesagt, aber ich habe angefragt. Er hat gesagt, das haben wir bisher noch gar nicht so gemacht. Ich müsste mal nachhorchen. Und dann hat er mir dann irgendwann zurückgeschrieben, hat gesagt, die haben das nie so gemacht, die Politik haben sie nicht so, so gestartet und das hat sich dann so gesehen verworfen. Weil ich würde das Spiel auch ganz gerne mal spielen. Ben und Ed war es genauso. Ben und Ed, das ist ein deutscher Entwickler, ne? Mhm. Und ist auch tote Hose bei denen, also von denen hörst du ja gar nichts. Die habe ich privat angeschrieben und noch über so eine andere Seite, wo man sich so Keys anfragen kann, auch nichts. Tote Hose bei denen, ist echt voll lustig, ey. Ich habe irgendwie alle Keys, alle Spiele, die wir so spielen, die sind fast. Oh, wir haben es geschafft. Der ist da. Sind alle gekauft. Lillegal gekauft. Lillegal. Wo bist du eigentlich, Akuma? Immer noch den Weg runter. Also, soll ich zu dir jetzt runterjumpen oder was? Machst du nicht. Guten Hunger. Danke. Der Kuchen noch. Der leckere Likörkuchen. Eierlikör, ja. Nee, mag ich nicht. Mag ich nicht. Man schmeckt's gar nicht. Musst du aus dem Ofen rauskratzen. So in etwa. Ich fand das nicht lustig. Ist doch nicht lustig, ist aber eine Tatsache. Nicht lustig. Ja, stimmt. Aber wir sind hier nicht bei nicht lustig. Der Stego steht da hinten auf dem Felsen. Tja, wo soll ich jetzt lang? Also ich weiß zwar wo lang, aber... Wo lang? Ich würde sonst gerne dann mit der Akuma zusammenlaufen. Aber ich spring mal runter, mal gucken, was da unten passiert. Ich bin jetzt gerade bei den türkisen... Du kannst ja den Revengers mal wegbringen. Mach ich ja, bin gerade dabei. So. Okay. Ich bin gerade unten am Fluss bei dem schönen blauen Spino. Oh Gott, genau dahin, wo ich eigentlich nicht entspringen wollte. Wo bist du denn? Nix. Da hinten bist du, ich seh dich. Jetzt seh ich dich. Nein! Oh Gott! Oh! Komm, Spino, greif du an! Weg! Alter, der Spino, der Spino hat mich gerade alleine in Ruhe gelassen. Interessanterweise, ich dachte, der macht mich jetzt fertig. Die Alte ist immer noch hinter mir her. Die Leute sind hinter dir her. Hui. Ah, hier ist immer dieser geile Bär mit dem blauen Rücken. Aber immer noch? Ja, und der ist aber voll low, ne? 12, 14, 16, irgendwie so. Aber das Blau ist aber echt... Ja, aber es lohnt sich nicht. Farbe da zu kriegen, das ist so... Obwohl, keine Ahnung, wie es bei Bären ist, ich das nicht mehr. Nein, ich kann nichts dafür, Ich kann nichts dafür, Spino. Ah, oh, das gibt's gar nicht, wie schnell er den gekillt hat. Ein Schlag oder so. Der ist mal doch zu mir gekommen. Ich weiß nicht, wo du bist. Hab dir auch gesagt, du brauchst bloß bei dem Schaf da gerade runtergehen. Ja, bin ich auch. Ich bin schon lange. Nee, einfach nur gerade runter. Richtig. Ich hab gesagt, runterspringen. Ach ja. Ich bin einfach nur den Weg hier lang. Alles in Ordnung. Ich bin jetzt hier. Ist tot.
Guck mal, da kann, ja genau, da kann ich eigentlich sagen, ich habe dir doch gesagt, wo ich dann bin. Ja, dann hättest du mir doch hinterherkommen können. Ich habe gefragt, soll ich kommen? Du hast gesagt, nö. Alles in Ordnung. Ja, siehst du? Weißt du, weil du denkst, nö, alles in Ordnung heißt gleich, ist alles tot. Genau wie bei dir und dem anderen Bär. Ich wollte auch was sagen. Seid mal ihr leise, der eine macht den Bären tot, der andere macht unseren armen Shrek tot. Also. Was jetzt. Für einen Bären habe ich mit dir schon tot das, gemacht? Dass mich ein Rock direkt von hinten angreift, den ich vorher nicht gesehen habe, obwohl ich geguckt habe, kann ich nichts für. Ich habe jetzt einen richtig geilen Bär gefunden, aber einen richtig coolen Bär. Also ich habe keinen Bären von uns gemacht. Klar, hast du einen Bären gekillt, du hast ihn doch im Schlepptau gehabt und bist dann in so. Die Ravenger wollten mit dir spielen und die haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Na, alles in Ordnung, dann spiel du mal. Ach, guck mal, komm mal durch die Höhle gelaufen. Ah, der ist natürlich nur 48 ist der nur. Ich gehe jetzt hier nicht weg. Du bist mir zu weit weg. Die zählen bestimmt schon irgendwas. Ja, die zählen ganz sicher, deswegen, weil sonst wäre die ja schon hinter mir hergekommen. Na locker. Bestimmt ein Raptor oder so. Oder das ist sowieso komisch, wenn die Akuma isst. Das war sowieso ganz komisch, wenn die Akuma isst, hallo? Das gibt's doch gar nicht. Ja, Akuma muss auch mal essen. Wenn sie isst, dann heißt das, sie zähmt. Da hat sie nämlich dann Zeit. Don't zwingt mich zum Essen. Sie zwingt dich aber nicht zum Zähmen. Der ist immer böse, wenn ich dich esse. Auch zu Recht. Nein. Doch. Nein. Doch. Mann, ist der tot. Welcher war's denn? Der gelbe, den wir zur Höhle mitgebracht hatten. Also nicht der ganz schöne. Der, oder war es der ganz schöne? Was heißt denn ganz schön? Ja, weiß ich nicht mehr. Bin total durcheinander. Den wir als letztes hatten, der mit dieser ein bisschen dunkleren grünen Farbe, der lebt noch. Der ist auch der stärkere gewesen. Den wir zur Höhle mitgebracht hatten, der war ja grün-gelb. Der fand ich eigentlich auch ganz cool, aber der war ja vom Level, was war der, 15? 83. War jetzt schon so hoch? War er jetzt nach dem 10. Ah, okay. Okay, der Trike von mir hat Abwehrmechanismus angemacht. Warum? Das macht der vielleicht eigentlich. Vielleicht was in der Nähe, vielleicht Spino oder so. Richtig. Schade. Mist. Schokolade. Schade um den. Ravenger. Um den Ravenger, den Türkisen, der oben an der Base stand, der hat das bestimmt gekillt. Ja, der sah so schön aus. Der hat den bestimmt gekillt. Am Arsch. Ganz sicher hast du den gekillt. Am Arsch. Mit dem Arsch hast du ihn gekillt? Hab mich draufgesetzt und ist er geplatzt. Oh Gott. Du solltest was Besseres, Gesünderes essen. Ich esse ja jeden Tag schon viel dicken Döner. Member kicked. Member banned. For Aaron. Oh, du hast das schon. Es kann ja mal langsam anfangen zu regnen, weil du so ein schönes Dach gebaut hast. Aber. Ne? Es regnet hier irgendwie nicht. Ach, da steht doch hier, du Penner! Du Penner! April für den Arsch, du Arsch! Das ist ein Arsch, echt. Das ist ein Arsch mit Ohren, echt, ey. Was ist mit dem denn los? Ich hab schon. Ich habe hier einen stehenden Ravenger in der Luft. Oh, das hast du gerade gemacht, du Kunis. Der steht. Oh, jetzt ist ich die Erektion. Dein Bruder. Junge, seht ihr geil aus, ihr zwei. Der ist voll schön. Der Türkise. Ah, guck mal, mach mal schneller mit deinem Zähmen da. Lass mal, was hast denn du bestimmt wie als. Bestimmt ein Raptor. Einmal noch essen, denn. Aha. Einmal essen, dann ist Weihnachten. Akku mal Weihnachten. Fuck, das noch ein Tier, was erzählen will, das dauert noch mal ein bisschen länger. Auf einmal kommt sie wieder wie bei den, bei Core auf und so mit so 60 Wölfen sicher. Ich hab erst 20! Ich muss jetzt erstmal eine Hütte dafür bauen, sonst kann ich nicht weiterzüchten. Das ist total durcheinander. Wow. Wir konnten ganz eine einzige Shotgun-Schelle erstellen. Ich bin echt perplex. Ein Fisch. Nur Fisch.
Ach, jetzt ess doch einfach du mal. Du Penner, echt, ey. Ich war voll sauer, also nicht sauer, ein bisschen schade fand ich das, weil der sieht echt cool aus, dieses Babyblau. Puis auch genannt. Was? Puis. Baba ist so. Der heißt Babyblau. Puis. Babyblau. Horst. Babyblau. Elsa. Du bist Elsa. Ist das ein Mädchen oder was ist das? Ne, Svenja ist Elsa. Das ist Prinzessin Elsa. Ja, genau. Ich könnte, ist ein Männlein übrigens. Den könnte ich auch Prinzessin Elsa nennen hier. Das mache ich auch. Svenja hat übrigens auch überlegt. Aber also. Prinzessin Elsa. Oder? Nicht Prinzessin Elsa. Kannst ihn ja. Oh, wie hieß er denn? Wie hieß denn der Kerl da drin? Anna und. Hans. Genau, nenn doch Hans. Nein, Prinzessin Elsa ist das. Passt doch perfekt zu dem, zum Männlein. Nein. So, und was, wie nenne ich den anderen? Ist ein Weibchen? Grün? Den nennst du Hans. Nein. Den nenne ich. Shrek Reloaded oder was? Nein. Shrek Teil 2. Nein! Ich nenne den. Rotzebub. Rotzebüben. Nein, auch nicht. Nein. Ach, egal. Ich muss. Ne, Hans von und zu Schreck Teil 2. Naja, klar. 77,5 Periode 4. So, damit sagen wir mal mit den drei Mathe-Genies und den tollsten Namennehmern, Gebern und Abnehmern und sowas. Bis zur nächsten Folge. Däumchen hoch. Und tschüss. Und tschüss. Ost rein. Hasta la vista. Bye. Bebe. Bebe. Bebe.